So, Philipp, guten Morgen erstmal. Wir haben jetzt hier ein Auto 2 Monate alt. Ne? Ich frage mich immer, ich gehe mal hier und komm mal hier. Mal hier jetzt ein Ladebooster eingebaut. Der funktioniert gar nicht, das ist schon das erste. Ne? Sicher, hier ist jetzt eine Sicherung. So, dann geht das Kabel weg. Das ist schon der erste Fehler. Ne? Geht das Kabel weg zur Startbatterie hier rum. Ne? Eine Sicherung muss in der Nähe von der Batterie sitzen. Da ist die Startbatterie. 1,5 Meter später kommt erst die Sicherung. Die hat gar nichts auf dem Nacken, weil das Kabel von hier bis zur Sicherung gar nicht geschützt ist. Okay, eine Baustelle. Zweite Baustelle hier. Unten hat man 2x Masse einfach auf den Gurtrahmen aufgelegt. Man hat noch nicht mal hier hinter geschliffen oder ähnliches. Wir holen mal eine Taschenlampe, dass man das vielleicht mal besser sieht. Guck mal hier. Da ist jetzt eine, da ist die Masse aufgelegt, nur auf dem blanken Gurtrahmen, noch nicht mal geschliffen. Ich habe gerade gemessen, wir haben hier eine riesen Verschiebung vom Massepunkt. Darum läuft der Ladebooster auch nicht. So, dann hat man hier in dem Pluskabel gezogen, hier rüber, ne? Mit einem Lautsprecherkabel, mit einem 2x 1,5 Grad Lautsprecherkabel. Das geht dann hier durch die Seite, ne? Hier hat man da wieder drauf gefuscht, muss man mal hier, hat man einfach da auf 1, 2, 3, 4 Kabel mit dem Pressverbinder drauf gefuscht, hinten reingeschoben, doppelt aufgelegt. Unglaublich, unglaublich die Geschichte. Hier hat man die Anbindung zum Fahrzeug ganz entfernt von dem Ladebooster. Katastrophe, echt Katastrophe. So, dann unterschiedlich die Gabe. Guck mal hier. Hier haben wir 6 Quadrat und hier haben wir 16 Quadrat. Da hat einer in der Kabelkiste gesucht und einfach das genommen, was er gerade gefunden hat. Und nicht da, was man nehmen muss. So, das nächste ist aus der Wühlkiste heute. Philipp, komm mal hier rum. Guck mal hier. Da haben wir eine von vorne vor eine Potenzialausgleichsschiene. Hier. Die wird im Hausbau oder im Gebäudebau eingesetzt, um den Erdung zu verbinden. So, die hat man jetzt hier im Fahrzeug genommen. Die ist natürlich etwas günstiger. Die kriegt man, ich sag mal, auch im Baumarkt für um die 10 Euro. Einen vernünftigen Plusverteiler kriegt man für das Geld nicht. So, darum hat man hier wahrscheinlich Baumarkt, hat er aufgegriffen. So, ich will das mal zeigen, dass er nicht nachher sagt, oh, ist ja nur ein Masseverteiler. Nein, hier ist ungeschützt. Hier, mess mal, hier ist Plus drauf. Ein Plusverteiler mitten hier unten reingeschraubt in dem Auto. Geht gar nicht. So, und dann ist das nächste. Schiene hin oder her. Ne? Ist alles Mist. Ne? So, dann hat man hier. Ich will das mal zeigen, weil das, ich finde das immer unglaublich. Ne? Das gibt einfach so viel. Ja, guck mal hier. Ohne Ader-Endhülsen, ohne alles. Das Kabel auf die Plusschiene einfach draufgeschraubt. Das ist unglaublich. Das ist. Ja. An sich reden wir hier von Höchststrafen, echt. Das ist wirklich. Ich mach das nächste auch mal los. Ich weiß nicht, wie der drunter ist. Ich habe noch nicht losgehabt. Gleiche. Hier. Platt geschraubt, halbe Adern weggeschnitten. Das ist ja keine Art und Weise. So baut man nicht ein Auto. Ich verstehe nicht, dass da nicht irgendwann auch mal die Gesetze einschreiten. Das ist grob fahrlässig, solche Geschichten hier. Der Kunde wird ja, ich sag mal. Irgendwo sogar schon betrogen und belogen in meinen Augen. Das ist wirklich, ja, ich sag mal, Batteriebefestigung, mehr sage ich da nicht zu. Oder auch solche Geschichten, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Der Gute hier kriegt jetzt zum Beispiel 180er Lithium, Kombigerät rein, eine Solaranlage, vernünftigen Ladebooster rein und. Eine ganze Baustelle. Und jetzt haben wir hier zum Beispiel, das wollte ich noch mal zeigen, da sieht man, dass wir leben das. Wir sind da Perfektionisten. Wir haben diese Displays gekriegt für unser Kombigerät, aber mit blauer Schrift. Das ist natürlich irgendwo ein Widerspruch in unserer Marke, in unserem Unternehmen. So, und jetzt haben wir hier neue fertigen lassen. Ich hole hier mal einen raus. So, wie wir uns das vorstellen. Ne? Das ist ja etwas schief gelaufen. Hier mit grüner Schrift. Da ist einfach halt das Perfektionismus. Das muss aufeinander abgestimmt sein. Das ist unsere Marke. Das ist die Marke WCS Mobile Technik. Ne? So, und darum bauen wir hier nicht ein Display ein. Ich könnte sagen, oh, ist mir egal, das blaue Display. Nein, hier gibt es neue Aufkleber für. Die werden alle, kommen hier neue Aufkleber drauf. Im Prinzip sind es die gleichen. Nur halt die Schrift ist anders hinterlegt. Das ist halt das Einzige. Das ist halt WCS Mobile Technik. Ganz hochwertige Aufkleber. 3M-Folie gestanzt, also nicht irgendwie so ein 1,20 Euro Aufkleber,
irgendwo aus dem Plottershop. Nein, das sind richtig hochwertige, gestanzte Aufkleber für die Geschichte. So, laufen wir mal hier rüber. Und wieder mal Standheizung, ne? Wie jeden Tag Standheizung. Standheizung von morgens bis abends und von nächsten Tag von morgens bis abends Standheizung. So. Thema Ladebooster haben wir gerade gehabt. Christian, lässt du uns einmal kurz hier ran? Moin moin. Der Kunde hier hat einen Ladebooster ran. Erstmal ist das katastrophenmäßig verlegt. So, und dann muss man hier mal gucken. Hier hat jemand, wer es auch immer eingebaut hat, schon ein relativ dickes Kabel genommen, hat aber alles so weit weggeschnitten, dass er auf einen 6,3 mm Steckschuh kommt und macht hier eine normale Sicherung rein. Die normale Sicherung kann es nicht halten, die schmilzt weg, die brennt weg. Das kann nicht funktionieren. Ich weiß nicht, was die Leute sich dabei denken. Hier, das ist ein normaler Hochlastsicherungsträger. Sicher, der kostet zehnfache im Gegenteil zu diesem Sicherungshalter, ne? So, und dann kommt hier eine Hochlastsicherung rein. So, und damit kann man dann arbeiten. So, hier haben wir diese Steckschuh. Hier, da sieht man das. Da kann kein 16-Fach rein sein. Und wir machen das jetzt mal. Ich will das jetzt mal machen hier. Bleib schön dabei, da keiner sagen kann, die haben da was gemacht. Hier, da ist der Steckschuh. Christian, gib mir mal eine Schere oder einen Seitenschneider, bitte. So, wie soll dieses dicke Kabel in diesen Steckschuh rein? Das ist an sich ein Ding der Unmöglichkeit. Ich schneide das jetzt hier mal ab, wird sowieso neu gemacht. Kannst du mal hier rumgehen? Ich will das jetzt mal losschneiden, ich will das auch mal wissen. Vielleicht bin das nur ich, der das nicht kann, der reinzukriegen. Das ist, mal hier, hat man hier reingepresst bis zum geht nicht mehr. So, wenn man das jetzt hier losmacht, da kann man sehen, da sind jede Menge Adern im Prinzip weggeschnitten, damit man hier auf dieses dünne Röhrchen überhaupt die ganzen Adern reinkriegt. Weil es ist ja eine Unmöglichkeit, 6 Quadratmeter, die ganzen Adern da reinzukriegen. Das sind Schuhe, die sind zugelassen 4 bis 6 Quadrat. So, und nicht für 16 Quadrat. Das geht nicht, ne? Das geht einfach gar nicht hier, ne? Ich kann das hier mal losmachen. Ich weiß nicht, ob man das noch besser sehen kann. Ich muss das mal her. Ich habe mir Finger geschnitten. Egal, macht das ja gerne. Das ist natürlich verschweißt alles hier. Ich kann das mal her. So, wenn man das sieht, hier, guck mal. Hier vorne kommen gar keine Adern mehr an. In dem Stecker. Von ganz vorne rein. Ich hoffe, man kann es erkennen. Wir können das sonst mal hier vorne im Licht machen. Oh, hier, da kommen die anderen schon raus. Die stecken nur ganz eben drin. Das ist alles, das, was nicht weggeschnitten ist, kommt nur ganz eben raus. Das ist Fusch ohne Ende. Fertig. Hier, der kleine Dings. Sondern die Kabel hier. Ich sag einfach, ist einfach hier. Sicher, ich kriege die hier in die Plastikhülle rein. Aber ich kriege die doch nicht hier in dem Kabelschuh rein, wie man hier auch schön sieht. Was hier auch noch? Ach, na, das kriegen wir jetzt. Ja, schneiden wir kaputt, ist egal. So, das ist im Prinzip hier maximal für ein 6 Grad. Das kann man auch sehen. Das ist ja ein Mini-Loch hier, ne? Wenn man meinen Finger daneben sieht. So, das funktioniert hier nicht, da diesen 16 Grad oder 10 Grad rein. Das geht gar nicht. Das ist alles ein Schrott, weg damit. Das ist wirklich, so, solche Sicherungen rein, Stiftschuh rein. So, und dann läuft das. Ne? Hier muss noch ein bisschen was anderes geändert werden an der Verkabelung. Ja, weil hier das ein oder andere auch noch sonst noch Mist ist. Das ist halt, ja, ich sag mal, das Problem ganz einfach, was ich gerade schon mal angesprochen habe, wenn da wirklich hingeht und jeder Hans und Franz an die Autos schraubt und baut, mit Potenzial aus der Schiene aus dem Haushalt. Hier ein Sicherungshalter für 1,50 anstatt einen, der vielleicht 15 oder 18 Euro kostet. Ne? Ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Ne? Dass da nicht noch viel mehr Autos, Unfälle passieren und abbrennen. Wundert mich echt manchmal, das, was wir hier alltäglich sehen. Ja, das war wieder, ich sag mal, live vom Morgen. Jetzt haben wir noch einige Baustellen hier vor uns. Wir sind ja in den Abschlussarbeiten von dem großen Liner. Da haben wir ein Soundpaket eingebaut. Das ist brachial. Das ist besser wie beim Chef. Das ist wirklich einfach nur gigantisch. Gigantisch. Gehen wir vielleicht später oder morgen nochmal rein. Wirklich richtig, richtig geil. Und so geht das immer durch. Ne? Wir haben auch einen Hümer draußen, der kommt dort mit da rein. Wie auch eine Dieselheizung und Rückfahrkamera, ein paar Kleinigkeiten gemacht. Jo, und so gehen wir mit großen Schritten zum Ende der Woche.